Hey Leute, hier ist der Lloyd MC mit einer neuen Serie. Ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall werde ich euch in dieser Serie unnützes Wissen vermitteln. Ja, jeder liebt unnützes Wissen, das weiß ich, das weiß jeder. Jeder liebt einfach unnützes Wissen und deshalb habe ich mir gedacht, will ich euch unnützes Wissen näher bringen, das ich hier vor mir liegen habe. Und heute geht's nur um Gesetze. Also ziemlich geile Gesetze, ziemlich dumme Gesetze und so. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. In Frankreich ist es verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen. Dabei war Napoleon doch eigentlich ein Schwein. Flachwitz. Jo, da ist er. Zweitens, im US-Staat Alabama ist es verboten, mit verbundenen Augen Auto zu fahren. Wen wundert das? Ja, also das muss man doch nicht in ein Gesetz schreiben, lieber Amerikaner. Das ist einfach normal, Mann. Wer macht das denn bitte? Drittens, in Australien ist es verboten, mit Kängurus Sex zu haben, außer man hat zu viel getrunken. Dann ist es okay. Ja, Alkohol macht mal wieder alles in Ordnung. Weißt du, wenn du alkoholisiert irgendjemanden totfährst, ist es in Ordnung. Wenn du in Australien alkoholisiert einen Känguru fickst, ist es auch in Ordnung. Ja, super. Viertens, in Neuseeland haben bei einer Volksbefragung mehr als 700.000 Personen Jedi als Religion angegeben. Ab 10.000 Mitgliedern wird in Neuseeland eine Religion offiziell anerkannt. Danach gibt es seit dort die Religion Jediismus. Oh mein Gott, wie geil, Alter. Es gibt einfach 70.000. Sorry, Leute, ich hab's falsch gelesen. Es gibt in Neuseeland einfach mal 70.000 Jedis. Das finde ich mal richtig geil von den Neuseeländern. Fünftens. In Georgia ist es praktisch Pflicht, den Gottesdienst mit einem geladenen Gewehr zu besuchen. Warum, liebe Georgianer? Keine Ahnung. Warum müsst ihr euch vor Gott irgendwie schützen mit einem Gewehr oder, keine Ahnung, ist der Pastor manchmal zu aggressiv? Warum? Sechstens, im US-Bundesstaat Alaska ist es zwar erlaubt, einen Bären zu erschießen, nicht aber einen Bären zu wecken, um ein Foto mit ihm zu machen. Ey, Bär, wach mal auf. Duckface. Siebtens, in Urbana, Stadt des Staates Illinois, ist es Monstern verboten, die Stadt zu betreten. Die armen Monster. Achtens, in North Carolina ist Masturbation gesetzlich verboten. Gut, dass ich in Deutschland lebe. Neuntens, seit 1979 ist es Frauen in Saudi-Arabien verboten, Hotelpools zu benutzen. Ja, ist halt so, ne? Also, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Elftens, der billigste Strafzettel in Norwegen kostet 95 Euro. Bloß nicht in Norwegen leben, Leute. Ihr werdet nur abkassiert. Moment, heißt das richtig? Ihr werdet nur abgezogen. So, na, wisst ihr Bescheid. Zwölftens, in einem Ort in Iowa muss die Feuerwehr eine Viertelstunde üben, bevor ernsthaft mit den Löscharbeiten begonnen werden darf. What? Das sind doch eh schon dann alle tot oder alles ist niedergebrannt. Das macht einfach keinen Sinn, was die Amerikaner immer in ihre Gesetze schreiben, Alter. Oh mein Gott, da kriege ich Hirnschmerzen von. 13. Alle in England lebenden Schwäne sind Eigentum der Queen. Yay, die Queen hat 15.000 Schwäne als Haustiere oder so. Applaus, liebe Queen, Applaus. 14. In Arkansas darf ein Ehemann seine Frau einmal pro Monat schlagen. Bitch slap, rechts, links, voll in die Fresse. Finde ich nicht gut. Bitch slap. In Idaho ist es ausdrücklich nicht erlaubt, Forellen zu fischen, während man auf einer Giraffe sitzt. Bestes Gesetz, das ich jemals gehört habe, Idaho. Bestes Gesetz. Ein Applaus für dich. Top. So, und da sind wir dann auch schon am Ende der ersten Unnützes Wissen Folge.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ich mehr machen soll, lasst doch ein Like da. Wenn ihr Langeweile habt, lasst doch ein Like da. Na, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, haut da rein. Bis denn, euer Lloyd MC. Ich bin raus. Ciao.